Tüdelü, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Ach, die geile Mine wieder. Die geile Mine ist am Start. So. Direkt natürlich hier erstmal auf die Fresse bekommen, das auch, ja. Gold will ich jetzt, will ich abernten? Ich glaube erstmal nicht. Ach, oh bei. Wobei, kann man alles töten, ne? Magma-Geode. Schick. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich das rausbekommen habe. Schon wieder vergessen. So schusselig bin ich. Ah, okay. Ich werde schon noch genug killen irgendwann. Ja, mehr Energie bedeutet natürlich. Wir brauchen mehr von diesen Früchten. Wo kriegen wir den noch her? Wäre natürlich mega, wenn wir so mit 1000 Energie rumstratzen würden. Ich sehe, die wollen mir keine. Eine Treppe geben. Nö, nö. Doch, da ist er. Okay. Das ist aber noch nicht mein Begehren. Einfach, weil ich mich echt, wo der hinschlägt, ey. Gut, durch mein riesiges Inventar, ne, drei Plätze oder drei Reihen. Ist das gut, da ist wieder ein Diamant. Ach, siehst du, die Schleim müssen natürlich auch gehen. Das ist natürlich auch noch was gewesen, warum wir hier reingegangen sind. Nehmen wir die natürlich auch noch mit. 2 von 8 Schlamm besiegt. Ist aber nicht das hier, oder? Doch, müsste es. Doch, doch, hat sie erledigt. Er hat sich aktualisiert. Weg mit dir. Wir kriegen ganz blaue Augen, wenn man die attackt. Oh, ist ja gar kein Schlamm. Schleim. Das fange ich auch schon mit an. Ah, Pilze. Dude, das ist so cool. Gibt kein geileres Feature, genauso wie in Harvest Moon, weil die Mine auch das geilste daran, fand ich. Boah, ey, yeah, guck dir mal rechts an, die ganzen Kisten. Na, da freue ich mich doch. Na komm, stirb. Oh, Schleim, hi. Boah, guck dir das an. Kaputt machen, alles kaputt, alles kaputt. Weg mit dir. Tschüss. Uiuiuiui. Das war meine heftige Ausbeute mal wieder, ne? Also, dreiviertel Inventar schon wieder voll gefühlt. Eine seltene Scheibe. Habe ich den gerade ernsthaft gewonnen-hittet? Das ist ja Cheating. Grenzt ja schon fast an Cheating, ey. Ah ja. Ah, die sind so gefährlich, glaube ich. Muss ich einfach behaupten. Ich meine, die schießen mit Feuer. Können nur gefährlich sein. Treppe? Geil. Er wird durchgerusht durch die Höhle, hä? Ist doch kein Ding für uns. Oh, schon gleich, ne? Gleich für uns offen schon.
22 Uhr schon wieder. Das gibt's doch nicht, dass der Tag so schnell rumgeht. Kann man sich hier, in ein Zeltlager oder in ein Zeltlager? Ein Dings aufbauen? Ich brauche mal ein paar Schleime. Ich sollte nach Schleimen suchen. Einen brauche ich noch. 1000 Gold gibt es dafür, wozu wir muss ich hin? Ach, das war, muss ich gar keinem hin. Das wäre schon sehr wichtig, hier den letzten Schleim noch zu kriegen. Wenn ich ihn irgendwo finden würde. Da unten ist einer. Wäre mega mies, wenn ich jetzt sterben würde. Ach, rede mit Louis, doch, ja. Muss ich da mit Louis quatschen. Oh ja, lauf mal ein bisschen nach unten. Hi. Gerade die Viecher, ey, ist abartig. Die laufen einfach auf dich zu. Ohne Probleme, ey. Das sind wie Steine. Kratzen. Ich weiß, es ist immer sehr tödlich, das zu tun. Während man spielt. Ah. Ich will nicht raus. Na gut, eine Stunde brauche ich nach Hause, ne? Dann. Wir sind mal nett zu meinem Charakter. Wir haben es bis zu 108 geschafft. Es ist wirklich echt immer der Tag das Problem. Tschüssi. Aber hier, ne? Und natürlich noch eine seltene Scheibe. Wir werden ja wahrscheinlich gleich mal die ganzen Truhen hin und her switchen, damit wir ein bisschen sauber, ein bisschen, ne? Stacken können, die ganzen einzelnen Items. 125 Energie, 304, 125 Gesundheit, 304 Energie. Ist schon heftig. Das ist schon sauber. Also Hofarbeit brauche ich eigentlich nicht, ne? Das ist eigentlich nur, wobei, das Sprinkler machen ja eigentlich auch die ganze Arbeit. Wenn sie da hier schon wieder Pilze ohne Ende. Eigentlich brauche ich mir gar nichts machen. Eigentlich kann man ja alles automatisieren und kassiert die Kohle, ne? So sieht es eigentlich aus. Mietze. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Wir kriegen wieder keine Kohle, weil wir natürlich... Es regnet. Ah ja, Blitz, genau. Okay, wird wieder ein Sturm und Blitz und Donner. Hopfen ist ready. Interessant, dass der Hopfen manchmal ready ist, manchmal nicht. So, wir gucken erstmal, was wir reinstecken können, was stackbar ist. Was schon mal vorhanden ist. Ja, ihr seht, ich krieg immer ein bisschen mehr Zeug los. Ja, hier ist natürlich der Rest. Das kann ich natürlich nicht stacken. So. Gießkanne kommt rein, die kann ich mir nicht stecken, also die Saat nicht und das nicht und das nicht. Die Melone bleibt, kommt mit natürlich. Die Hacke kann ich nicht stecken, die Angel kann ich nicht stecken, die Frucht habe ich auch noch einmal. Sprinkler, Meisterschleuder. So. Dann schauen wir doch mal, was wir hier mehrfach haben. Anscheinend nichts mehr. Jetzt muss ich eigentlich wirklich jedes einzelne Item hier so durchklickern. Weil ich das immer wieder ans Ende setzt. Okay.
Und ihr seht, man kriegt ein bisschen Platz, ne? Das alles war halt überall schon woanders gewesen. Und ihr seht auch hier wieder 10 Plätze frei. 12. Ne, 12, 14 müssen es ja sogar sein. Mal ganz kurz hier nochmal machen. Achso, okay. Habe ich es richtig gemacht schon. Na, einfach mal alles wieder rein. Und hier rutsche ich jetzt die restlichen, die da noch waren. Was ist, den Berg kann ich auch noch. Den Berg kann ich mal hier irgendwo hin positionieren. Buh. Naja, sieht da doof aus. Kommt hier an den Tisch. So ein fetter Bär, ey. Stein. Hatte ich glaube schon, ne? Wo habe ich meine Waffen hingemacht? Okay, da oben. Hat es glaube ich nicht so wirklich gebracht, ne? Doch, da war noch ein Schattensens gewesen. Okay, sieht ja gut aus. Sieht auch wirklich gut aus. Rum. Muss man öfter mal so machen, so Bereinigungsaktionen hier. Hab ich ein bisschen Platz wahrscheinlich in den Kisten gespart. Wird es wahrscheinlich nicht lange anhalten, aber erstmal ein bisschen was. Oh, sieht da hier, ein bisschen Platz. So, was machen wir jetzt? Wichtig natürlich Hühnchen füttern. Oh, hier der Blitzableiter, der ist schon ordentlich am Ableiten. Boah, ich hatte noch eine Batterie für. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte, die eine Batterie, wo es die gab. Wahrscheinlich fressen die nicht so viel, die Kleinen. Muss man Heu hin. Ach, das Heu gehört doch da unten rein, nicht hier oben. Heu und 2500 Gold, ne? Die ja in meiner Hand sind. Aber die werden schon irgendwann essen. Irgendwann essen die schon. So, was war hier gewesen mit dem komischen. Ja, weg hier. Die Rauf ist leer, baue ein Silo und mähe Gras mit deiner Sense, um sie wieder aufzufüllen. Ich brauche immer noch Lehm, Leute. Ich weiß nicht, wo ich Lehm herkriege. I don't know. Habe ich Müll? Eine Blaubeere. Ah, ich kann den ganzen Kram noch nie wieder verarbeiten, oder? Ach, ist nicht mal Dingensen. Das ist ja schade. Hier habe ich Müll. Ich dachte, das wäre was für ein Museum. Ich werde später nochmal verkaufen. Ich gehe jetzt zum Museum. Ja, ja, klar. Strand. Und damit verkauft. Und dann denke ich mal, kann ich mir, wenn ich Lehm hätte. Wer kann mir Lehm verkaufen? Ob das die Schreinerin machen kann da oben? Benötige eine Ladung von Weizen, Shane. Tut mir leid, hab keins. Doch, hab ich. Hab ich nicht Weizen? Wir nehmen es erstmal an. Ich meine, annehmen kann ja nicht schaden, oder? Ich meine, uns mag, ist klar. na, warum nicht? 250 Gold. Das läuft doch. Gold, Gold, Gold. Ich komme nicht mehr so wirklich was dazu, um was zu machen, oder? Ich bin die ganze Zeit nur Mine und... Aber es ist halt das Spiel, ne? Kann ich nichts für. Gehen wir von unten.
Wir waren noch genau da anders. Eine Miesmuschel, eine Auster, der böse Typ wieder, der sagt, ich bin noch nicht bereit. Ich weiß zwar nicht warum. Ist total gemein zu mir. Im Sommer, ich habe im Herbst mal nicht, das habe ich auch für den Sommer gesagt, sollte ich auf jeden Fall mehr Landwirtschaft machen. Ich meine, jetzt habe ich auch Sprinkler. Ja, mal gucken. Wir haben die beiden Schriftrollen jetzt schon. Da fehlen noch zwei auf jeden Fall Minimum. Zwei Schriftrollen 4. Eine vergilbte Schriftrolle aus Pergament, gefüllt mit zergischer Schrift. Diese hier wurde mit einer goldenen Kette verschnürt. Und seltene Scheibe, eine schwere schwarze Scheibe, verziert mit merkwürdigen roten Steinen. Wenn du sie hältst, überkommt dich ein Gefühl von Furcht. Ey, wie viel wir schon gesammelt haben, ist so krass. Gut, was wollte ich machen? Verkaufen, ne? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Zur Schreinerin hoch. Da wollte ich eher hin. Gucken, ob die uns was Schönes bauen kann. Und vielleicht kann sie auch unser... Alter, ist das ernst? Kann sie uns doch Leben verkaufen? Glaube ich nicht, aber... Ich weiß es nicht. Was für ein Wetter, hä? Auf jeden, ne? Holz und Stein. Einfaches Fenster, klassische Lampe. Kalender. Kostet nur 2000. Der beim Link kostet 30.000. Ich weiß nicht, ob das der gleiche sein wird. Aber ich glaube, das ist eine Deko. 54, okay. Lehm. Wo kriege ich denn Lehm her? Ich glaube, das habe ich bisher immer nur aus Kisten bekommen. Kostet auch nur 100 Gold, ne? Ich glaube, genau aus dem Grund. Stoff. Schuppen. Pferdestall. Oh, ich glaube, wir werden uns das Pferdestall kaufen. Wobei 100 Hartholz habe ich glaube noch lange nicht. Genau, wir wollten mal hier oben hingehen. Jetzt habe ich dummerweise meine Axt nicht dabei. Und vielleicht mal mir ein bisschen Holz zu hacken. Oder der Bürgermeister hat seine Unterhose, seine Shorts im Spa vergessen. Das kann ja auch sein. Oder verloren. Das ist mir auch Latte. Wir gehen mal lunchen, würde ich sagen. Vielleicht finden wir die ja da irgendwo. Was total langweilig, dass man hier alleine ist, oder? Suchen wir mal nach der Hose. Vielleicht sehen wir die ja irgendwo. Vielleicht, naja, glaube ich aber nicht, dass sie die vergessen hat. Oh, muss das mega gut sein. Ich möchte immer mit ihm tauschen hier. Wenn ich so ein schönes heißes Bad gönnt. Na gut. Es ist gerade mal 14 Uhr. Ich keine Ahnung, wo die komische Hose ist. Ach du Shit. Meine 1000 Gold möchte ich natürlich haben. Auf zu Louis. Na gut, dass ich da mal reingeguckt habe, ja. Schnell, 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 schnell. Weiß nicht, wie lange noch. Ich will auch gar nicht gucken.
Nicht, dass ich mir gleich in den Arsch beiße. Wegen meiner Unfähigkeit. Oh Mann. Müsste aber noch offen haben. 1000 Gold. Das möchte ich natürlich nicht einfach so in den Sand setzen. Vor allem, weil ich nur so dumm gewesen bin, einfach nicht dahin zu gehen, ne? Immerhin 1000 Gold. Er ist nur nicht hier. Könnte er sich denn verstecken? Da ist er. Ah, Darky, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Ich weiß, dass es ziemlich schwer sein kann, diesen klebrigen Schleim aus der Kleidung zu bringen. Ich habe definitiv eine gute Paar Hosen beim Versuch, diese Winder zu fassen, ruiniert. Ich erinnere mich daran, wie Vater wütend geworden ist, als ich himmelblauen Schleim an meinen brandneuen Stoffhosen kleben hatte. Naja, egal. Viel Spaß mit der Belohnung. 1000 Gold. Shane möchte Weizen haben. Okay, kriegt er. Lehm, Leute. Lehm. Lehm ist so wichtig gerade. Weil das Heu auf Dauer für die Tiere echt teuer ist. Ich habe jetzt zwei CDs, die ich umwandeln kann. Weizen. Wo wollte ich 8 Stück davon? Oder war das Heu? Ja, Weizen. Das ist für mich eine Lage von Weizen, ne? Jetzt muss ich nur wissen, wo Shane ist und dann kann ich die Mission abgeben. Wo wäre 16:30? Gucken wir mal. Zeit bleibt stehen, sehr gut. Und wo muss noch diese Schreine? Shane. Postbote? ja. Ein guter Tag zum Einkaufen. Stimme ich dir zu. Total unhöflich. Was willst du? Das ist kein Shane. Abigail. Ja, wo könnte der Postbote sein? Das ist eine geile Frage, ne? Ich habe keinen Plan. Ich habe sowas von gar keinen Plan. Vielleicht finden wir ihn ja beim nächsten Mal. Erstmal würde ich sagen, verkaufen wir jetzt noch ein bisschen was. Weißt du nicht, was ich mit der Kohle mache? Ich könnte meine Werkzeuge verbessern. Meine Axt wäre ganz cool. Axt? Mal gucken. Ja, das gleiche Problem jetzt wie vorhin auch. In welche Kiste packe ich jetzt was rein? Fackeln, oh, Fackeln, Schrallen, Miesmuscheln, Gold. So. Die Sternform möchte ich ganz gerne behalten, oder? Eigentlich schon. Tomaten, Kirschbomben, Blaubeere, die Weintrauben können weg.
Hopfen, mal die Hälfte davon weg. Oh, fein, das Quarz kann hier rein. Koralle, Schattenessenz, Krabben, Amethyst, Regenbogenmuschel, das, das, das. Solaressenz, mal weiß nicht, 10 Stück davon, oder 12. Oh! Die Rubine noch. Verkaufen! So, was haben wir hier noch? Historische Saatgut kann weg. Weißalge, Schleim behalten wir noch. Feuerquarz, der Pilz. Alles Markte, alle Diamanten. Und dann hier noch ein bisschen was. Fahren. Ja. Mann, müssen die viel Kohle haben, dass sie mir so viel bezahlen können. Meine Güte. Ja, müsste jetzt nur eine Batterie haben, ne? Das wäre schon ganz cool. Wir nehmen mal wieder die Axt mit. Das ist ein Hacker, okay. Ich hab's nicht so mit der Differenzierung von Axt und Hacke. Eine Magma-Geode habe ich auch noch. Jetzt hat er schon, wird hier Gras angepflanzt. Das könnte ich vielleicht abhacken fürs Silo, aber ich brauche erstmal Leben. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. I don't know. Okay, dann meine lieben Freunde. Bin ich mal gespannt, wie viel Kohle wir jeden Nacht kriegen. Cowboy! Gut. jeweils 750 für einen Diamant. Aus dem Rack sind es 250. Feuerquarz jeweils 100. Durch Sammeln auch noch unendlich viel. Alter, ist das krank, Mann. Ist das krank. Ich habe einfach mal 15.000 Gold gerade bekommen. Okay. Damit kann ich mir schon ein bisschen was leisten. So. Ganzen Tag klar und sonnig. Wunderbar. Dann, meine lieben Freunde, machen wir ganz kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Stardew Valley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.